Die neue Staffel The Simpsons startet mit einer großen Veränderung. Hallo, ich bin Christoph Jablonka. Die neue deutsche Stimme von Homer Simpson. Nein! Wie bist du zu der Rolle gekommen? Wurdest du zum großen Homer Simpson Casting eingeladen? Ja, aus heiterem Himmel eigentlich. Zu verdanken habe ich das ProSieben. Bei ProSieben war ich ja lang als Station Voice in den 90er Jahren, also die kannten mich da noch. Und zu verdanken habe ich, denke ich, auch dem Regisseur Matthias von Stegmann, den ich auch gut kenne, seit langer Zeit schon. Vielleicht waren es beide, die unabhängig voneinander auf die Idee kamen, den Christoph Jablonka einzuladen, und ja, so geschah es dann auch. Bist du selbst ein Simpsons-Fan oder ist das eher ein normaler Job? Die Simpsons waren im Laufe der Jahre schon präsent bei mir. Ich habe die oft gesehen, ich fand's nett. Ich war jetzt kein direkter Fan, muss ich gestehen. Ich fand's lustig und musste oft lachen über die Ironie, die da in der Serie doch immer durchschimmert. Der zweite Punkt war, ich hatte kleinere Rollen die Jahre zuvor schon in den Simpsons. Mal war ich ein Nachrichtensprecher, mal irgendein Sidekick, wie man so sagt, also eine Nebenrolle, irgendeine lustige Figur, die auftaucht und wieder verschwindet. Ich kannte also die Simpsons eigentlich ganz gut. Ich war nicht ganz fremd auf jeden Fall. Versuchst du, Norbert Gastel stimmlich sehr nah zu kommen? Oder hast du einfach dein Ding gemacht und dich eher an das US-Original gehalten? Also ich versuche, Norbert Gastel nahe zu kommen. So nahe, wie ich nur kann. Es gab auch überhaupt keine andere Alternative für mich. Also auch gar nicht keinen Gedanken, irgendwas in Anführungszeichen Eigenes zu machen. Ich denke mir, ich bin sowieso jemand anderes. Und Norbert Gastel hat durch sein Schaffen, durch seinen Humor, durch seine Art, diese Figur Homer Simpson ja erst zum Leben erweckt. Es erscheint mir vollkommen abwegig, da irgendwas anderes zu probieren. Viele sind positiv überrascht und man hält dich für eine sehr gute Besetzung. Hattest du im Vorfeld Bedenken, was diese Rolle anging? Auch im Hinblick auf Norbert Gastel? Überhaupt nicht. Einer der Gründe war, dass ich Norbert Gastel sehr gut kannte. Das war ein sehr lieber Kollege, wir haben uns oft getroffen. Zwischen Tür und Angel allerdings nur, also in den Studios. Ja, und haben uns oft unterhalten und es gab ein intuitives, gutes Verhältnis zwischen uns. Wir haben auch oft über die Simpsons geredet, über seinen Humor, über Urlaube, über Gesundheit, über alles Mögliche. Und von fast allen Kollegen war mir der Norbert Gastel mit der vertrauteste. Deswegen entstand mein Homer Simpson, die Figur Homer Simpson, aus dieser Nähe zu ihm heraus. Und ich wusste ganz genau, unsere Stimmen waren ähnlich und unser Humor möglicherweise auch. Und so gab es für mich überhaupt keinen Zweifel, dass das ganz gut gehen könnte. Was ist an der Rolle Homer Simpson so besonders? Ist es ein anspruchsvoller oder eher ein einfach zu sprechender Charakter? Die Figur Homer ist differenzierter, als man denkt. Ich habe mich vor dem Casting mal hingesetzt, anhand alter Folgen von den Simpsons mit Norbert Gastel, und habe versucht herauszufinden, welche Eigenschaften Homer Simpsons aufweist. Beim Abhören der deutschen Folgen. Und ich kam auf über 30 Eigenschaften und Haltungen. Der Homer ist eine relativ differenzierte Figur. Das reicht von naiv bis verschlagen, von familientauglich und familienaffin bis hin zum Jammerlappen. Dabei aber immer auch entspannt, also nie neurotisch verkrampft. Da gibt es ganz viele Dinge, die den Homer Simpson ausmachen. Insofern ist die Rolle ziemlich anspruchsvoll. Es ist aber auch so, dass Norbert Gastel diese Differenziertheit erst geschaffen hat. Wenn man das englische Original hört, stellt man fest, das ist auch sehr, sehr gut gemacht, aber doch in gewissem Sinne einfacher, weniger differenziert. Wurdest du nach dem Bekanntwerden, dass du die neue Stimme von Homer Simpson bist, mit Anrufen bombardiert oder stand dein Telefon still? Nein, es gab schon einen ziemlichen Pressehype, muss man schon sagen. Es haben viele Zeitungen angerufen. Der Zündfunk vom BR meldete sich, die SZ in der TZ war ein großer Artikel hier in München. Es hat sich sogar Österreich gemeldet, eine Wiener Zeitung möchte ein Interview führen. Es gab ein großes Presseecho und auch ein Riesenecho natürlich bei den Fans. Im Internet überschlug man sich mit Mutmaßungen, wer wird die neue Stimme. Es gab einen Trailer von ProSieben, der ein bisschen Spannung gemacht hat. Das Ganze war schon eine große Sache eigentlich. Du warst ja mit Norbert Gastel befreundet. Schwingt da etwas Wehmut mit, wenn du quasi seine Paraderolle sprichst? Oder blendest du das komplett aus?
Bei der Arbeit blende ich es aus. Bei der Vorbereitung denke ich nicht. Ich bereite mich auf die sozusagen Auftritte im Studio vor. Ich habe die Folgen im Computer, ich habe die Texte da. Beim Trainieren denke ich schon an Norbert Castell. Ich übe auch mit ihm am Ohr. Und ja, er steht mir sozusagen als hilfreiche Seele zur Seite. Wer war für die Entscheidung verantwortlich? ProSieben oder ein Synchronregisseur? Ich denke, das war im Wesentlichen der Synchronregisseur, weil bei ihm fand das Casting statt. Matthias von Stegmann, der an dieser Stelle wirklich erwähnt werden muss, ein ausgezeichneter Übersetzer der amerikanischen Texte, ein Künstler, der es schafft, die Witze kongenial ins Deutsche zu übertragen und der auch sehr musikalisch ist. Es ist ein Regisseur, der auch Opern inszeniert. Und die Musikalität der Texte, vielleicht ist so ein ganz interessanter Aspekt, die Musikalität der Texte kommt wesentlich von ihm. Herzlichen Dank für dieses Interview. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.